Brolog Nummer 3. Yo, Brolog Nummer 3. Es geht, Leute. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir sind jetzt, wir haben uns erstmal gerade so jeder einen Döner geholt und so. Geht's ein bisschen belliger so? Oder Wallah, wir haben uns Döner geholt. Jeder hat sich ungefähr 35 Döner geholt, weil wir haben großen Hunger wie Männer. Und jetzt, wir gehen Jam FM. Wir nehmen Laden auseinander. Hier ist der Vorbereitungsraum, wo wir immer mit Malessa sitzen. Der Malessa ist auch schon da. Hallo Malessa. Guten Tag. Hallo. Hi. Das ist der Malessa. Wir begrüßen alle Malessa. Malessa ist was macht ihr denn? Quasi das... wir machen einen Brolog. Das, wie sagt man? Was? Er ist das Herz der ganzen Geschichte. Sprich, er bereitet unsere Show vor. Du bist das Herz. Ich bin so arterienmäßig oder so. Wollt ihr einen Tee auf? Schwarzen Tee? Nein, danke. Hier sehen wir, Malessa ist schon hart am Arbeiten. Wir können ja kurz mal reinhören, was er schon gemacht hat. MFM Takeover mit Finch Asozial. So, Props an Finch Asozial. Neulich an der Tankstelle. Nicht rauchen. Was? Nicht rauchen. Meinst du mich? Wen meine ich sonst? Ich rauch doch nicht mal. Weil ich es dir gesagt habe. Nein, ich rauche generell nicht. Wenn du jetzt eine Zigarette anmachst, könnte alles explodieren. Das weiß man doch. Weil ich es dir gesagt habe. Du kannst mich später danken. Wofür denn? Sag allen Leuten, Captain Sinnlos war da. Captain Sinnlos! Abo wie Sinnlos. Abo wie Sinnlos. Und das ist das Ende vom Lied. Jam FM. Abo! Scheiße. Ich habe auch nur einen von meinen absoluten Lieblingen. Es ist vorbei! Zitat Ende. Jam FM. Schönen Grüße an Ahmed Patron. Ich zeige euch jetzt mal hier die Arbeitsfläche. Die haben da Pause und so. Das, vielleicht kennt ihr ihn ja. Tobi Lee. Was geht, Tobi Lee? Ja. Grüßt die Leute hier. Hallo Leute. Das kennt ihr vielleicht, Tobi Lee? Der macht immer die... Ich kenne mich nicht, wenn ich kenne. Achso, stimmt, der warte. Kurz, warte, jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vielleicht oh erkennt ihr ihn, das ist Tobi Lee. Tobi Lee. Ja, weiter. Was geht denn ab, ey? Was geht bei dir, Alter? Alles klar, mein Lieber? John, grüßt euch, alles klar? Das ist John, vielleicht okay. Kennt ihn von der Stimme, sag mal was. Hi, na, Taschen. Ey, ich habe auch, hab auch einen neuen Podcast, Alter. Er hat einen neuen Podcast? Ja, Mann, Talkshow, geht um Sneaker. Talkshow? Mhm. Talkshow. Talkshow. Ist das nicht das fucking smarteste ever, Alter? Aber ist cool, also, John. Vielleicht kennt ihr ihn von der Morning Show mit rein. John und Rashid. Oder von Talkshow. Oder von Talkshow. Also er hat Talkshow genau. Die Strohhalme sind auch ganz wichtig hier. Weil die Leute, die müssen was trinken. Wollen wir das reingehen? Also das hab ich gemalt. Ey, das hab ich gemalt. Das hab ich gemalt. Das hab ich gemalt. Was laberst du denn da, Mann? Was laberst du da? Müll, Mann. Das hab ich gemalt hier. Für extra für Jam FM. Ich dachte mir so, ich bin morgens aufgewacht, so, ich habe gerade nichts zu tun, ich male das einfach ganz schnell, zack. Das ist Anna. Das habe ich gemalt. Das habe ich gemalt, das ist Anna. Das hab ich gemalt. Wie geht's, Anna? Gut, alles klar, alles bestens. Das ist Anna, vielleicht kennt ihr Anna von Jam FM. Auch eine unserer fleißigsten Mitarbeiterinnen hier. So. Hier wird später alles ablaufen, so die ganze Show, die wir machen und so. Das wird hier, das wird so mein Arbeitsplatz sein. So, ab 14 Uhr geht's hier los. Hi. Leute, ich muss aber wirklich arbeiten. Das ist sehr nah. Ich hoffe, Arbeit läuft gut. Kommen Sie danach in mein Büro. Richtig eklig einfach. Ich weiß nicht, also guck mal, haben die jemals was Sinnvolles gebracht? Wir? Ja. Voll auf, Dwalla. Ja, ist klar. Ist klar. Machen mit Abude auch zusammen. Du schwenkst die Kamera von denen zu mir, zum Boomerang, und ihr macht irgendwas. 3, 2, 1. Achso, ich hab Video gemacht, sorry. Sorry. Verkackt, nochmal. 3, 2, los. Frei, aber du brauchst nicht, wenn doch, dann wirf den ersten Stein. Ich wollte ich immer nicht sagen, aber die müssen sich mittwochs jetzt alle frei, immer wenn ihr kommt. Die nehmen sich mittwochs jetzt immer alle frei, wenn ihr kommt. Nein, ehrlich? Ja, ja, das ist doch ein Spaß. Ehrlich, ja? Nervt er die so krass? Dann glaubt mir nicht, dass sie sich jetzt mittwochs immer alle frei nehmen wegen ihm. Frag, warum hier so wenig los ist. Kannst du mal jonglieren? Nee. Also kannst du jonglieren? Nee, bring mir mal bei. Guck mal, du musst erstmal den ersten wirfst du hoch, ja?
Dann wirfst du den hier rüber und schmeißt. Also du wirfst den rüber, fängst du mit der Hand auf und schmeißt den nächsten. Also du bist ein richtiger Profi, oder? Willst du das mal in die Kamera zeigen? Ja. Okay. Also Leute, ich zeig's euch nochmal. Schmeißt den ersten hoch, dann wirft ihr den rüber, schmeißt den nächsten hoch, dann wirft ihr den wieder rüber. Also das heißt, die ganze Zeit ist so, quasi macht diese Bewegung, ja? Guck, pass auf. Okay, also. Genau, fast richtig. Ja. Bist du rechts oder Linkshänder? Ja, fast richtig. Cool. Bist du rechts? Zeig mal nochmal. Bist du rechts oder links? Rechtshänder. Rechtshänder. Ja. Also, guck mal, wenn du Rechtshänder bist, dann ist das richtig. Das ist eine andere Technik. Nee, ist richtig. Okay. Wenn du Linkshänder bist, musst du es anders machen. Dann zeig mal für Linkshänder. Ja, dann musst du die fangen mit links. Zeig mal mit links. Also Leute, ich werde jetzt die Kamera einfach auf Menschen halten und guck einfach, wie sie reagieren. Ich sag einfach nichts, ich halte einfach die Kamera auf. Alle drei Minuten servieren wir einen Cocktail in der Nice Cocktail Bar. Die Nice Cocktail Bar, Schönhauser Allee 36, an der Kulturbrauerei neben dem Kino. Scheine Nummer 1 für neue Musik. Wir basteln hier, ich mach das auch so mal einfach raus. Ja, bin dabei. Geh mal jetzt! Hallo? Hallo? Mann, hör doch mal auf jetzt! Die hat vor einer halben Stunde geschrieben, ich weiß nicht, was er meinte, aber meinte so dicker Hammer Break und Baba Überleitung. Er hat mir auch, glaube ich, geschrieben, warte mal. Ich bin auch nur ein Stück scheiße. Er meint doch, du bist ja unfreundlicher Mann. Danke dir, Bro. Ich hab's gesehen, aber ich konnte nicht antworten. Aber ich antworte dir gerade auf Sprachnachricht. Und ich filme mich dabei irgendwie. Wer muss die? Ich mal Achi fixieren. Fixier mal Achi. Halb, halb. Hört auf, rum zu fixieren. Okay, das ist gut, das ist gut. Falls ihr einen Angriff abwehren wollt, das geht ganz einfach. Festhalten, feste drücken. Ja, bitte lassen Sie mich los! Bitte tun Sie mir nichts! Bitte lassen Sie mich los! So, das war's mit der Show heute. Ja Mann, heute war cool. Abdul war heute leider nicht dabei, Brunkers auf Arbeit. Ja Mann, heute waren wir zu zweit in der Show mit Malessa. Und ja Mann, wenn ihr weiter so eine Blogs wollt, dann like, kommentiert und verbreitet. Ja, folgt uns auf allen möglichen Portalen und ja. Ey, ich hab voll Bock, Gewinnspiel zu machen. Ja. Mit Aniso zusammen, ja. Weil die machen doch diese Luxuskarren. Stimmt, Alter. Ich habe eine Idee. Na, okay. Die Idee sieht folgendermaßen aus. Ja. Die können einen Tag ein Luxusauto gewinnen. Ich habe dir die Idee erzählt, wa? Was? Guck mal, der macht jetzt so, als ob seine Idee wäre. Guck mal. Also, ich hatte dir einen Tag gesagt, ne? Aber ein Tag ist zu viel, weil so, das heißt doch 24 Stunden eigentlich. Ich habe mir gedacht, man macht so ein Gewinnspiel. Ja. Und man darf so 10 Minuten fahren. Nein, wir fahren so 3-4 Stunden. Wenn der Gewinner über 18 ist, dann darf er fahren, wenn er Führerschein hat. Wenn er unter 18 ist, dann fährst du. Also wenn ihr das wollt, dann folgt uns auf Instagram. Nein. So einfach so, wir fahren mit ihm 3-4 Stunden, wir gehen mit ihm was essen, so, du weißt, diese Filme machen dabei so ein Brolog. Warte ganz kurz, bezahlen wir, mach mal kurz. Ja, geht auf unseren Nacken, ja, das ist so die Gedanke. Was? Der Gedanke geht auf unseren Nacken, ja. Bruder, mein Herz. Kann das auf meinen Nacken, okay? Bruder, mein Herz, ja. Was hast du getan? Dein Herz betrifft es doch nicht, nur dein Nacken. Mein Portemonnaie. Mein Portemonnaie. Okay, auf jeden Fall, das ist mein Gedanke. Lass uns mal mit Aniso reden, ob die das klar machen wollen. Ja, lass uns mit Aniso reden. Ich pack das extra rein jetzt, damit die sehen und so unter Druck gesetzt werden, so. Und dann sagen so, ja Bruder, ja, was sollen wir machen? Halt aber ein paar Stunden, Walla, ist doch... So. Tanken auch auf unseren Nacken? Bruder, was, ja. Auch wenn er außerhalb von Berlin kommt, dass man ihm auch die Fahrt bezahlt, ja. Also. Bruder, fahr du mal weiter. Aber ey, wenn wir sowas machen. Ja. Ich find's immer blöd zu sagen so, ey, kommentiert das, markiert das. So. Mach,
Guck mal, weißt du, wie wir das einfach machen? Wir machen es diesmal anders. Wie denn? Jeder, der gewinnen will, soll den Beitrag kommentieren. Also eigentlich, jeder, der gönnt, müsste eigentlich von alleine immer sagen, ich kommentiere so oft es geht, damit die so in die Trends kommen. Eigentlich. Okay, und wahrscheinlich werden so eine Sachen gemacht, damit man in die Trends kommt. Eigentlich. Aber? Was ist, wenn wir sagen, ich weiß gar nicht, was wir sagen sollen.